arbeite ja meistens von daheim aus. Wie viele Leute fanden es schwer, für sich außerhalb von einem Büro motiviert zu kriegen? Und da wenn es geht, immer mehr so Coworking Spaces. Als Lützebäuer Küchen ist bekanntlicherweise ein losgekochte Küchen. Gebutschte Grumpen, Boucher à la Reine, alles braucht seine Zeit. Mir ist weiss, ich schaue pur Schnellrezepte mit richtig Lützebäuer Guren. Es gibt Weinsauces mit einem superschnellen Püree, Spaghetti mit einer flotter Kachkäse-Sauce und einen Flammkuchen mit gut mit Gardebohnen drauf. Und sich wie ein Weinsauce ist ja voll der Seere plan, wenn du nicht immer die gute Grumpre-Püree, wie den nachmachen muss. Ich lasse dir, wenn es haut Grumpre-Schiele sind, und mache eine ganz einfache Gardebohnen-Püree für dabei. Für mein Plan brauche ich zwei Weinsaucen: Gardebohnen und Weißbohnen aus dem Glas, Kale, Fenchelsamen, weiße Wein, Rahm am Muster. Mein Bohnenpüree ist wirklich ein super Alternativ zu normalem Grumpre-Püree, weil das gesund und das wirklich sehr zu machen. Als allererst schälen ich mal ein in und schacken sie. Da kommt ein kleines Knoblauch-Safe dabei. Das kann da nur an einen guten Schnatz Butter ugebrote gehen. Und also, das bei dem Rezept hier am allerlängsten braucht, das wirklich die Indomüll kriegen. Weil sobald sie Müll ist, kann ich meine Gardebohnen dabei gehen. Einfach da aus dem Glas, ganz einfach. Und Weißbohnen. Und die Mischung, die mischt ihr dann noch. Da könnt ihr noch ein bisschen Wasser dabei, 150 ml. Und währenddem der Teig kurz abkocht, mache ich noch ein zweites Beilag für dabei. Und zwar Kale Chipsen. Das ist ganz einfach. Ich schraube hier einfach die Lederschale vom Kale auf. Den Stiel, den braucht man nicht. Lass mich hart. Und dann stehe ich auf dem Backblech. Ich habe herausgefunden, dass ich das auf Französisch Chou Frisé nennt. Ich im Supermarkt finde ich das wahrscheinlich auch so. Okay, ich meine so viel Druck, dass wirklich den Kale nicht auf den Nähe leidet. Also schön nicht auf den Nähe. Und dann kommen ein paar Fenchelsamen drüber. Ich finde das ganz gerne. Also Kabis mit Fenchel fand ich eine von den schönsten Kombinationen. Dann könnt ihr ein bisschen Olivenöl drauf. Weil das geht nicht knusprig. Guter Schutz. Und natürlich noch ein bisschen Salz. Und dann am besten massiert ihn dann sehr durch, dass auch alles gut bedeckt ist. So, und die kommen da für ungefähr 5 bis 8 Minuten an das Schäfchen bei 180 Grad, wie das so schön knusprig geht. Wir lassen zum eigentlichen Star von diesem Plan, der Weinsauce ist. Und die braten ich ein gut 7 Minuten an einem Schnatz Butter an. Und währenddem die da brät, mache ich mein Püree fertig. Carrément, alles an den Mixer. Fehlt immer noch ein bisschen Salz und Pfeffer, das ist perfekt. Püree ist fertig, nun fehlt immer noch die Sauce. Meine Sauce ist ein Ei, die sich schon richtig gut angebraten. Da könnt ihr einen schönen Schutz weißen Wein dabei. Ein klassisches Muster Sauce. Ich lasse den Wein ganz kurz ankochen, für dass es ein bisschen mehr sauer geht. Und da könnt ihr noch ein Flapp Muster und ein bisschen Rahm dabei. Und da brauche ich nur noch meinen Teller zu dressieren und dann ist mein deftiger Lützebäuer Plan schon fertig. So sehr geht es. Coworking Space, das kenne ich von London, aber zu Lützebäuer habe ich das noch nicht gesehen. Für was ist das etwas
was Leute hier brauchen. Hier schafft Südfrieden dann aus seinem Rhythmus und dem Zeitgefühl, was er eben hört. Und da ergibt sich dann auch Synergie zwischen den einzelnen Leuten, die hier sind. Grundsätzlich ist unser Coworking hier in der Stadt gedacht, für das Leute sich auch sollen treffen. Und die Leute haben auch die nötige Ouverture d'Esprit, für uns sehr positiv umzugehen. Was jetzt auch die Leute sind hier? Oh, wir haben aus allen möglichen Bereichen, aus dem Fintech-Bereich oder Grafiker, Freiberufler von allen Sorten. Wir haben auch Leute hier, die von daheim aus geschafft haben, an denen hat aber irgendwann das soziale Umfeld gefehlt. Zwischen dem Echange von anderen Leuten, die ihn dann da überhört, weil ihn daheim dann aber ziemlich lang ist. Also, Südfrieden hat sich in Ursache für eine Coworking zu kommen. Auch Leute, die zum Beispiel nicht die ganze Zeit ein Büro brauchen. Was war in dem Gebäude hier drin? War das schon so flott? Nein, das war gut nicht. Das war ein Shop, wo eigentlich gut nicht drauf war, in einem ziemlich desolaten Zustand. Wir haben den an der Zeit von 3 Monaten letztes Jahr so umgebaut, dass man relativ viele Büros dran machen konnte, auf 2 Stück. Und aber auch ein Spaßlos, in dem mehr für die Konvivialität von den verschiedenen Akteuren gedauert hat. Der Kaffee, also ja. Wo wir gerade sitzen, ob genau. Ich noch gleich kochen werde. Ah, super, ja. Wir freuen uns da. Weil Heubonnen ein ganz international Workcrowd ist, habe ich mir gedacht, etwas Lützebäuerisches zu präparieren. Mit einem kleinen Twist natürlich. Es gibt ein Jut mit Gardebohnen Flammkuchen. Mein Lützebäuer Flammkuchen ist immens einfacher sehr zu präparieren. Ich brauche ein gutes Stück Jut, gekochten Jut, die schneiden ich nur kleine Küben. Hallo, kann ich mein Topping präparieren. Und auf einem Flammkuchen ist hier immer eigentlich ein Creme fraiche drauf. Hier auch. Aber ich assaisonieren sie mit Bohnenkreuzchen. Weil das geht dann nämlich wirklich der richtige Gut, wie ich mit Gardebohnen machen soll. Und dann natürlich noch ein bisschen Salz und Pfeffer dabei. Also ist mein ganzes Präparationsarbeit schon fertig. Ich brauche nur noch den Flammkuchen zu assemblieren. Ich habe hier fertige Flammkuchen-Deich. Den kann ich umbacken, paar Bayer losen, praktischerweise. Und du könnt da noch mein Creme fraiche drauf. Und auf mein Creme fraiche könnt dann noch ein bisschen Jut. Also wirklich so viel, wie ich will. Und dann habe ich hier aufgedripste Gardebohnen aus dem Glas, die noch schon gekocht. Und den noch drauf. Und dann zum Schluss mache ich noch Mozzarella-Bullen drauf, weil für mich ist das so mega gut, wenn das wie eine Pizza mit Käse ist. Und das sieht so schön farbig aus, das war schon zu schuld für dann die Schäfchen zu gehen. Weil du nur, wenn das alles geschmolzen ist, dass in Farbe ein bisschen verlaufen. Mir egal, das können wir am Ganzen 20 Minuten bei 220 Grad an den Schäfchen und dann ist mein Lützebäuer Flammkuchen schon fertig. Wenn es sehr gut muss, dann ist ein Nudel immer die perfekte Lösung. Und ich mache nur ein Käse-Sauce für dabei, die dem Superjump bestimmt gefallen gibt. Für meinen Kochkäse-Nudeln brauche ich Spaghetti, ein Dippchen Kochkäse, Rucola und Walnuss, auch Rahm, Muster und weiße Wein für meinen Sauce. Mein Kochkäse-Sauce also so sehr, dass ich sie präpariere, währenddem Nudeln kochen. Natürlich, sie brauchen wohl keine 10 Minuten. Ich benutze immer noch einen Wasserkocher, für das Wasser und Kochen zu bringen, weil es dann noch mehr sehr geht. Ich mache eine Portion, eine kleine Handvoll. Für meinen Sauce bin ich einfach hier schon fertig gekocht, einen Kochkäse. Ich schüle einen guten Löffel. Ich meine, das Schwerste bei dem ganzen Rezept ist, den Kochkäse vom Löffel zu kriegen. Alle, ich habe so 50 Gramm ungefähr. Ich tue sie noch schon ein bisschen mehr, mir das ist egal. C'est la sauce qui fait la chose. Den lassen wir schon mal schmelzen. Aber bei den Kochkäse kommt ein guter Schutz Wein dabei. Das passt herrlich. Ich habe nicht mehr Rezepte mit Wein, fällt mir gerade an. Und da kommen noch 2 Löffelchen Muster dabei. Und Rahm.
Das ist wirklich ein guter Käse-Sauce. Und dafür, dass er noch ein bisschen deckt und auch wirklich gut in der Spaghetti-Pasche bleibt, kommt noch Maizena dran. Und dann kommen wir noch ein paar Walnüsse an meinen Sauce dran, für noch ein bisschen extra gut zu gehen. Weil Käse und Nüsse, das ist ja so eine klassische Kombination. Mit Kachkäse und Walnüsse und schon noch nie viel Droge ist, aber passt. Und da kann ich das schon bei meinen Nudeln gehen. Und für dem Ganzen noch ein ganz bisschen Vitaminen und Farbe zu geben, kommt noch eine Handvoll Rucola dabei. Dran und tippen, nicht allein. So, und dann habe ich das Pferdespruch innerhalb von 10 Minuten ein Litzebäuer Nudel auf den Tisch zu zaubern mit selber gemachten Kochkäse-Sauce.